Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, was du tun musst, um den Safe im Irrenhaus öffnen zu können. Und dadurch schaltest du dann auch automatisch die Handfeuerwaffe Doppellauf in Remnant 2 frei. Und mit diesen Worten erkläre ich dir jetzt kurz, wie ich das Video aufgebaut habe. Zuerst werde ich dir zeigen, wie du das Irrenhaus erreichen kannst und danach dann logischerweise, wie du den Safe öffnen kannst. Solltest du dich bereits im Irrenhaus befinden, würde ich dir dazu raten, in der Videobeschreibung das Kapitel Safe-Lösung auszuwählen, denn dadurch springst du direkt zu dieser Stelle im Video. Und mit dieser Info zeige ich dir jetzt direkt als nächstes, wie du das Irrenhaus erreichen kannst. Schritt 1 ist, dass du den ersten Weltenboss besiegt haben musst, denn dadurch wird es dir dann möglich sein, den Abenteuermodus zu starten. Für den Start begibst du dich dann einfach in der Base zu dem Weltenstein und wählst hier dann dieselben Felder wie ich im Video aus. Wichtig ist es hierbei zu wissen, dass du danach dann die Gemeinde Morrow auswählen musst. Solltest du stattdessen den Hof des Palastes, so wie ich gleich im Video zur Verfügung haben, kannst du erneut in das Abenteuermenü zurückkehren und einmal neu würfeln. Und spätestens nach dem zweiten Mal würfeln solltest du jetzt die Gemeinde Morrow zur Auswahl haben. So wie jetzt gerade bei mir im Video sollte es dann auch bei dir aussehen, und sobald du dort angekommen bist, suchst du jetzt die Tür auf, wo das Kartensymbol Primäres Ziel aufleuchtet. Nachdem du diesen Durchgang dann erreicht hast, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, welche du aber nicht beeinflussen kannst. Entweder ist das nächste Gebiet bei dir jetzt die Kanalisation oder der Baumwollofen. Abgesehen vom Gameplay und der Location gibt es hier aber keine Unterschiede, und nachdem du einen der beiden Bereiche abgeschlossen hast, kommst du wieder in der Gemeinde Morrow raus. Dieses Mal aber auf der anderen Seite der Karte, wodurch es dir dann möglich sein wird, die Irrenanstalt zu betreten. Dementsprechend drückst du jetzt weiter vor, bis du an der jetzt zu sehenden Stelle angekommen bist, und hier zeige ich dir jetzt direkt als nächstes, wo sich der Safe befindet. Sie sind da draußen und beobachten. Sehen, hören, knien, beten. Ich kann dich hören! Muss sie fernhalten. Muss sie von den Verrückten fernhalten. Beim Safe im Irrenhaus angekommen, musst du jetzt insgesamt 3 Questgegenstände einsammeln, um den Safecode herausfinden zu können. Und wo sich diese 3 Gegenstände befinden, zeige ich dir jetzt direkt als nächstes im Video. Jemand sollte nach ihr suchen. Wahrscheinlich wurde sie von der Nachtweberin geholt. Oh, was ist nur los mit mir? Weiß nicht. Weiß nicht mehr. Was ist nur los mit mir? Ich werde sie nie richtig hinbekommen. Sie wird uns alle holen. Sie wird mich finden. Darf nicht schlafen. Oder sie wird mich finden.
Kleine Info hierzu, nachdem du die Türe geöffnet hast, gibt es erstmal einen kleinen Bossfight und nach diesem sammelst du dann einfach den Schlüssel an der Stelle ein, wo ich gerade im Video hingeschossen hatte. Diesen wirst du dann benötigen, um die Tür in der dritten Etage öffnen zu können. Nachdem du den dritten Questgegenstand eingesammelt hast, zeige ich dir als nächstes, wo du diese abliefern kannst. Alles ist jetzt anders. Verdammt! Das ist überhaupt nicht richtig. Bei der letzten Zelle angekommen, wählst du jetzt dieselben Antwortmöglichkeiten wie ich aus, damit die Gefangene anfängt, ein Lied zu singen. In dem Lied wird sie dann insgesamt 4 Zahlen nennen und aus denen ergibt sich dann auch der Code für den Tresor. Damit du es etwas einfacher hast, würde ich dir dazu raten, davor den Untertitel zu aktivieren, denn auf diese Weise kannst du sehr viel einfacher die Zahlenkombi ablesen. Außerdem kannst du nach dem Gespräch mit der Gefangenen weiterhin den Gesang mit dem Zahlencode im Raum des Safes hören. Auch hier kannst du weiterhin den Untertitel nutzen, um es dir etwas einfacher zu machen. Und während ich dorthin laufe, habe ich noch ein paar wichtige Infos für dich. Solltest du dich für die besten Waffen in Remnant 2 interessieren, würde ich dir dazu raten, mal auf die Playlist zu klicken, welche ich dir am Ende des Videos unten links einblende. Außerdem kannst du dort ebenfalls meine Playlist zu allen Safe- und Runencodes unten rechts im Video finden. Und nachdem ich gerade beim Safe angekommen bin, kann man den Trick mit dem Untertitel perfekt sehen. In meinem Fall lautet der Code daher aus dem Liedtext 2971. Und mit diesen Worten nähern wir uns auch schon dem Ende des Videos. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!